Es ist nicht nur kompliziert, sondern auch recht ungewöhnlich. Welche Bedeutung steckt hinter dem Sigil? Außer uns hat jeder diesen Namen vergessen. Er ist die einzige Erinnerung, der letzte Indikator von Kerzes Existenz in seiner Jugend, als er wild und frei in den Bergen von Tortalus lebte. Jahre bevor er als Archont unserem Oberherrn die Treue schwor. Das Sigil von Kerns vergessenem Namen üben. Er neigt beeindruckt den Kopf zur Seite. Gar nicht schlecht, diesen Finger bei der Abwärtsbewegung etwas weiter. So, ja, genau. Du wirst deinen Ruf gerecht, Schicksalsbinder. Ja, wie kann ich dienen? Seid ihr zwei verwandt? Jawohl, wir sind als Brüder geworden, wenn auch nicht aufgewachsen. Er schlägt Hördix kräftig auf den Rücken. Die eiserne Unterseite seines Handschuhs hallt wieder wie eine Totenglocke. Wir haben dieselbe Mutter, sehr zu Radix Bedauern. Mein impulsiver Bruder verlässt sich bei seinem Marsch durch das Leben gerne auf Muskeln, Kampf und Glück. Ich dagegen, älter und weiser, kann mich glücklich schätzen, den Ruf des Landes geerbt zu haben. Das sagt er zwar, aber ich werde verhindern, dass ihm der Kopf abgetrennt wird, wenn wir das nächste Mal angegriffen werden. Wenn diese beiden noch sentimentaler werden, drücke ich ihnen einfach so fest wie möglich die Gesichter zusammen. Ihr seid getrennt voneinander aufgewachsen? Es ist nicht so, dass er fortgeschickt wurde, weil er 12 Jahre älter ist und ich schon fast ekelhaft gut auf den Umgang mit Magie. Weil er 12 Jahre älter ist und sich schon fast ekelhaft gut auf den Umgang mit Magie versteht, ist er nach Tortalos gegangen, um unter Kern zu studieren. Käse schlägt seinem Bruder kräftig auf den Rücken. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn sonderlich vermisst hätte. Wurdest du schon einmal lebendig begraben? Hat das jetzt gerade gewackelt oder die Kamera gespackt? Ah, das ist lange her. Ich erinnere mich, dass Mutter sehr stolz war. Nicht wegen dieses Vorfalls. Dass Mutter sehr stolz war, nicht wegen dieses Vorfalls. Sie war unverhältnismäßig zornig, obwohl ich dir ein Luftloch gelassen hatte. Er tippt mit der Stiefelspitze auf den Boden. Seine Gedanken beben wohl ebenso wie die Erde um ihn herum. Es war eine große Ehre, unter dem Archon zu studieren. Ihr habt unterschiedliche Väter, wer waren sie? Ich weiß es nicht, der Leutnant zuckt mit den Schultern. Aber es ist auch nicht von Bedeutung, oder? Wäre es nur unser Vater, hätte er mich leicht loswerden können. Aber die Blutlinie des Mutterleibs kann man nicht leugnen, ebenso wenig wie das Erbe einer Frau. Selbst wenn ich statt Radix oder Gilde die Front gewählt habe. So ist es. Wir sind untrennbar durch Blut gebunden, auch wenn man es kaum glauben mag, denn Caddis weist keine von Mutters Eigenschaften auf. Tortalos liegt im Norden, nicht wahr? Natürlich, trotz der immer irrationaleren Neigung meines Meisters im Alter war Kern ein Nordländer wie du und ich. Die Eisenwache blickt einen Augenblick lang stumm gen Horizont, bevor er weiterspricht. Tortalos ist die längste kontinentale Gebirgskette des Nordreichs. Natürlich gründete Kern die Gilde der Erdhexen auf dem höchsten Gipfel. Dort schärfte ich mühevoll das Potenzial meiner Fähigkeiten. Wie war es, unter Kern zu studieren? Unfassbar anstrengend, doch sehr lehrreich. Möchtest du hören, dass er ein fürsorglicher Vater war? Das war er nicht. Er war erbarmungslos, wenn er es sein musste. Vor allem aber war er brillant. Sprechen wir über was anderes. Die Erdhexen sind der Arkanarm von Ashs Militär, korrekt? Eine scharfsinnige Beobachtung. Unsere Gilde hat sich im Studium des irdischen Arkanen verschrieben. Dies war die Disziplin Kerns vor seinem unglückseligen Ende. Ihr seht aber richtig, wie richtig komisch ihr Text aus, ihr zwei. Als sein bester Schüler fiel es mir zu, Kerns Vermächtnis zu erben. Er salutiert kurz und steif. Ich bin Radix Eisenkern, Beweger der Berge, Eisenwache von Ash und zweiter Meister der Erdhexen. Und er ist auch kein bisschen eingebildet. Caddis lacht gutmütig. Wenn Magier bezüglich ihrer Aufgaben mehr Bescheidenheit und Sorgfalt an den Tag legen würden, gäbe es weniger Stimmen in der Armee, die ihren Wert derart anzweifelt. Titel und Ehre muss man sich verdienen. Sie entspricht nicht reinem Draufgängertum. Kern ist das nicht der Archont, der gegen Kyros rebelliert hat. Schicksalsbinderin Kallio hat das Edikt des Steins im Jahre 430 WZ gewirkt, um ihn zu töten.
Ganz genau, während unseres ersten Feldzugs zur Eroberung von Azor hat Kern sich vollständig von Ashs Befehlen losgesagt. Kurz darauf hat Schicksalsbinderin Kallio das Edikt seiner Hinrichtung gewirkt. Die Eisenwache stellt sich etwas breitbeiniger hin, die Arme steif hinter den Rücken verschränkt. Ich habe zwar viele Jahre als hingebungsvoller Lehrlingskern verbracht, doch sei versichert, dass ich als Erbe der Gilde der Erdhexen dennoch den Geschmähten treu zu Diensten bin. Kyros verlangt absolute Loyalität. Das ist mir nur allzu gut bewusst. Die Eisenwache tritt verärgert mit der Ferse seines Stiefels auf den Boden. In einem kleinen Umkreis um ihn herum zittern und tanzen Kieselsteine. Was ich weder verstehen noch verzeihen kann, ist, warum er solch dreckige Wilde seinen eigenen Jüngern vorzieht. Du meinst Tiermenschen, oder? Selbstverständlich. Dass Kern die gesamte Gilde für diese primitiven Tiere aufs Spiel setzt, ist verabscheuungswürdig. Er hat nicht nur seinen eigenen Ruin heraufbeschworen, sondern beinahe auch unser aller. Menschen haben zwei Augen, Jep, haben aber immer Probleme weiter zu schauen, als ihre eigene Schnauze lang ist. Sie grunzt verärgert. Du bist Erdhexer und Eisenwache, wie kam es dazu? Es war nicht meine Wahl, das versichere ich dir. Ich wollte nur unter Kern studieren, aber nachdem wir Ash die Treue geschworen hatten, wurde mir die Position mehr oder weniger aufgezwungen. Er blickt einen Augenblick nach unten, nimmt jedoch schnell wieder Haltung an. Nicht, dass ich etwas gegen ein Amt einzuwenden hätte, das mir der General persönlich verliehen hat. Ich mag nicht für das Fußvolk geeignet sein, doch als Kernschützling war ich die ideale Wahl. Eisenwache zu sein, heißt von Ash persönlich anerkannt zu sein. Der Echon des Krieges liebt seine Soldaten mehr als jede Frau, aber seine Gunst bekommen nur die, die sich im Kampf auszeichnen. Es gibt keine größere Ehre. Sprechen wir über was anderes. So sei es. Warum sind du und dein Truppen im Inneren des Steinmeers stationiert? Wir sind seit Wochen auf einer Geleitmission aus Feuer und Verdammnis. Ich würde ja sagen, dass ich mit dem Befehl bestraft werden soll, aber der General sagt, er hätte mich ausgewählt, weil ich mit diesem Pisskopf hier verwandt bin. Sehr nett. Er glaubt, Radix würde auf mich hören, wenn ich ihm sage, dass er mit dem nächsten Schritt von einer Klippe stürzt. Als würde das hier passieren. Er winkt verächtlich. Mein Bruder ist ein Träumer, auch wenn seine Fantasien oft töricht und gefährlich sind. Wir sind auf dem Weg nach Heulfelsen, um unser Fort und die Erdhexen, die Kernsüberreste beschützen, zu verstärken. Wegen dir häute ich Tiermenschen und pule mir Fellstücke aus den Stiefeln, anstatt das unbeugsame Land zu plündern, schleudert Kettis der Eisenwache entgegen. Wenn ich von etwas träume, dann davon, dass dieses verfluchte Drecksdorf von Reich nie wiedersehen zu müssen. Sprechen wir über was anderes. Berichte mir mal über die Truppenbewegungen des Chors. Scheiße, es sind immer noch mehr von diesen Würmern unterwegs. Man kann keine zwei Schritte gehen, ohne dass man jemanden ausweiden muss. Sehr schön. Der Soldat treibt unruhig den Knopf seines Schwertes. Aber die meisten von ihnen sind in Halbtor eingefallen auf der Suche nach Frischfleisch. Mein Bruder mag grob sein, doch ich stimme seiner Einschätzung zu. Der Chor ähnelt tatsächlich Würmern. Einzeln völlig irrelevant, doch in der Menge recht lästig. In beiden Fällen werden sie unter Steinen von angemessener Beschleunigung und Masse zerquetscht. Er klopft mit dem Fuß einen langsamen, aber kräftigen Rhythmus auf den Boden, hält dann jedoch inne und gleitet wieder in die Reglosigkeit. Doch im Augenblick bedürfen wichtigere Dinge meiner Aufmerksamkeit. Sora Radix hat Gefallen daran, Chorkreischer zu töten, aber er kann sich nicht von den Parametern seines Postens entfernen und ich kann mich nicht von ihm entfernen. Oh nein, was für ein bequemes Pech, dass ihr beide hier festsitzt und jemanden braucht, der eure Decksarbeit erledigt. Lyra schüttelt den Kopf erbärmlich. Schicke mich los, um sie im Herzen zu treffen und ich werde die Geschmähten stolz machen. Unglücklicherweise klingt das nach einem Problem für dich, nicht für mich. Dein Bericht war ausreichend informativ. Ich werde ihren Druck noch auf den Weg gehen. Schicke mich los. Wieder mehr furchtbar tötet im Schatten. Den ganzen verdammten Haufen abmetzeln. Der Leutnant neigt vor Bewunderung den Kopf und reibt sich sein Gesichtspanzer. Ich glaube, du hast mir gerade das Herz gestohlen. Richte ihnen meine eisernen Grüße aus. Ich werde mein Eisen gerne
der Sache zur Verfügung stellen. Die Kohorte werden sich binnen kurzem vor unseren Füßen winden. Barry kämmert seine Fäuste zusammen und grunzt erwartungsvoll. Es ist so gut wie vollbracht. Ich kann kaum noch die Berichte über die Zahl der Todesopfer und das Ausmaß der Zerstörung erwarten. Was genau ist denn diese Gegend und warum ist sie so gefährlich? Die Steinpirscher nennen das hier den Zackenmausschrein wegen der Kristallformation. Wenn die Tiermenschen einen nicht umbringen, dann tun es die ständigen Erdbeben und die Steinabhänge. Nun komm, die Erdbeben sind von geringerer Konsequenz für den Erdhexer, kleiner Bruder. Die widerwärtigen Tiermenschen stellen die größte Gefahr dar und deswegen bist du hier. Für die Tiermenschen ist das hier so eine Art Schrein. Es ist heiliger Boden für sie wegen irgendwelchen Allzehen und toten Vorfahren. Mehr weiß ich nicht und es ist mir auch scheißegal. Die Erdhexen sagen, dass hier die Magiekonzentration sehr hoch ist. Mehr habe ich nicht verstanden. Wenn ihn jemand nach Militärstrategien fragt, erstarrt er wie ein Funken Schwefel. Aber was die Alchemie und das Arkane angeht, hat er bestenfalls ein rudimentäres Verständnis. Die lokal manifestierten Protrusionen emittieren eine temporale Resonanz analog zu geoentropischen Elucidierung von maximal purer Regularität. Man kann sich also vorstellen, dass das Gebiet von besonderem Wert für das Studium des irdischen Arkanen ist und vermutlich besonders auf jene Kreaturen anziehend wirkt, die eine Verbindung mit dem Land besitzen. Menschen nichts wissen von Tiermenschen. Zackenmaus heiliges Land für Steinpirscher, weil Steine auf Land uralt sind. Sind zackisch und mütig. Tierfrau schnaubt amüsiert. Was? Der Leutnant lacht laut und langsam. Plötzlich über Beschwerlichkeit lässt sie trotz seines Alters knabenhaft wirken. Keine Sorge, das geht nicht nur dir so. Wie ich sehe, vergeude ich meinen Atem. Ja. Genau, natürlich. Aus dem gewaltigen Körper des Mannes kommt ein tiefes Lachen hervor. Er schlägt dir kräftig auf den Rücken. Sehr erfrischend, jemand mit ähnlichen Ansichten zu begegnen, nachdem meine Gesellschaft in den letzten Wochen etwas zu wünschen übrig ließ. Okay. Ihr versteht euch mit den Einheimischen nicht? Mit welchen? Mit den verhungerten Dorftölpen von Halbtor, die sich beim Chor über uns beklagen, oder mit den Tiermenschen, die nachts über die Klippen kriechen und uns bei dem Mädchen live die Haube abziehen wollen? Warum versuchen die Tiermenschen Stamm im Steinmeer euch zu töten? Wusstest du, dass sie es waren, die meine Erdhexen als erste in diesem Land begrüßt haben? Aber sie hegen tiefe Abneigung gegen die Geschmähten, nicht wahr, kleiner Bruder? Oh ja, verdammt. Sagt er, doch seine Stimme hinter seiner Maske klingt nicht aufgebracht, sondern eher amüsiert. Zwar großspurig, aber gutmütig. Wir haben ihnen eine Ash-Angst eingejagt. Die Eisenwache presst sich zwei Finger gegen die Schliffe und unterdrückt ein Seufzen. Mit welchen Mitteln auch immer die Tiermenschen haben begonnen, uns anzugreifen, sowohl unsere Erdhexen als auch Soldaten. Wir hatten gehofft, unsere gemeinsame Basis als Magier des Landes appellieren zu können. Auf unsere gemeinsame Basis. Doch nachdem sie uns zunächst akzeptierten, warfen sie uns bald in aggressiver Weise vor, eindringlich zu sein und irgendeine unsinnige Substanz zu stehlen, die sie Altzähne nennen. Was sind Altzähne? Das ist die Bezeichnung der Tiermenschen für Azolit. Sie nennen sie aufgrund ihrer zahnförmigen Formation so und die ältesten ihrer Stämme benutzen sie. Er zuckt aufgrund ihrer merkwürdigen Logik mit den Schultern. Wir wissen, dass sie über mystische Eigenschaften verfügen und beispielsweise magische Effekte verstärken. Ihre Verwendungszwecke studieren wir noch immer. Kern war selbst von ihm fasziniert. Erzähl mir was von den Formationen. Die Einheimischen nennen sie Altzähne. Wir haben ihre Eigenschaften erforscht, die auf irgendeine Weise magische Effekte zu verstärken scheinen. Kern war sehr an ihnen interessiert und versuchte sie bis zu seinem verfrühten Ableben besser zu verstehen. Er schaut sehnsüchtig in die Weite, als ob er hoffen würde, einen Blick auf seinen Meister zu herrschen. Sprechen wir über was anderes. Gegen zu gefährlich. Versteht ihr euch mit den Einheimischen nicht? Welche Klagen haben die Leute von Halbtor, denen gegen die Erdhexen vorzubringen? Manchmal übermitteln die Erde mir Vibrationen ihres Gemurmels.
Die Kreteurs geben uns einheitlich die Schuld an allen anhaltenden seismischen Aktivitäten in der Region, womit sie nicht ganz Unrecht haben. Ja, wegen dem Edikt. Dann lebt wohl. So. Neue Quest, Weg frei machen. Hier ist der Gegenstand fertig. Okay. Und ich speichere jetzt mal. Weil wir haben schon eine ganze 6 Minuten überzogen. LP 026. Und dann sehen wir uns gleich wieder.